Bemerkenswert ist freilich, dass diese Gedankenenthobenheit und Vorstellungsenthobenheit als Rückkehr auf das Unäre oder auf die Leerstelle, denn Null ist gleich Eins, sich vom Zustand analog verhält, wie die Tumpheit des Nicht-mehr-Wissens, Nicht-mehr-zu-existieren, mit der das Leben sich schützt vor sich selbst. Nun ist es freilich, wie in aller Erkenntnistheorie, ein Unterschied, ob etwas geschieht nach Durchlauf aller Positionen als Rückkehr auf die Leere oder ob dies primordial ohne diesen Bewusstseinsprozess durchlaufen zu haben automatistisch geschieht.